Jahre wie Jahr, als Sie die Weltmeisterschaften gegen die Duchennes verloren haben, eigentlich von vielen Fachleuten schon abgeschrieben wurden. Klimova, Ponomarenko, dreimal Europameister, hat daraufhin in dieser Saison den Trainer gewechselt. Sie sind von Natalia Dubova zu Tatjana Tarasova. Und diese Trainerin ist ein Garant für gute Ideen, für ganz hervorragende Lösungen im Eiskampf. Und ob es ihr gelungen ist, hier auch wirklich noch ein bisschen mehr aus Klimova, Ponomarenko herauszuholen, werden wir jetzt sehen. Johann Sebastian Bach. Soll das Nonplusultra als Kürmusik bieten.
Bleiben wir jetzt mal ganz objektiv. Marina Klimova ist sicher die um einen Grad bessere Eiskunstläuferin. Die beiden Herren sind ungefähr gleich stark. Abgesehen davon hat mir diese Bachkomposition wirklich überzeugt. Es bleibt nach wie vor abzuwarten, wie sich dieses Duell dann in einen Dreikampf verwandeln wird, wenn die Geschwister Duchesnay mit West Side Story in Albert Wilder zustoßen. Der Eistanz bleibt daher doch spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen Europameisterschaften hier Marina Klimova und Sergej Panomarenko, die ja schon nach dem Pflichtkämpfen in Führung sind, hier erneut und dann zum vierten Mal die Krone bekommen werden. Aber jetzt die Preisrichter. Auch sie sind verheiratet. Ein Jahr früher haben sie geheiratet, 1985. Ja, der Österreicher ist unter Ursula Jolin. Und der Franzose auch, aber das sagt gar nichts. In der Technik trotzdem Klimova Ponomarenko vor Ursula Jolin und jetzt die Artistik. Ja, da, oh, bravo, freut mich für den Herrn Berko, dass er sich das traut. Und außerdem noch der Italiener, der Finne und der Tschechoslowake. Und damit sind Marina Klimova und Sergej Ponomarenko mit dieser wunderbaren Schöpfung nach Johannes.